Oder man sagt, das Knallblau ist total kalt. Ja? Warm und kalt kommt hier nicht vor. Es ist kein physikalischer Ausdruck für die Lichtwelle, aber es ist für uns schon eine. Man kann sagen, wir fühlen ihn wohl oder unwohl, ich finde es eher angenehm oder eben warm oder kalt. Ja? Das heißt aber, es ist jenseits der Physik. Das ist Physiologie, Psychologie, wo immer man es einordnen will, ja? Aber es ist nicht Physik. Bei Farbe selber kann man viel Philosophie treiben, wie das ist, aber jetzt lassen wir es mal da so stehen. Nehmen wir einen anderen Schwingungszustand, nämlich Schall. Wir haben Schall. Schall ist ein Schwingungszustand, eine Druckwelle, was anderes als die elektromagnetische Welle. Wenn ich sage, welche Unterschiede gibt es, was kann ich charakteristisch für Schall festlegen? Man weiß, die Schall ist ein Schwingung, also können Sie auch nur zwei Sachen suchen. Ja. Worin kann sich Schall unterscheiden? Ja, das ist wieder die physikalische Größe, aber wie merkst du das von außen? Der Ton. Tonhöhe. Tonhöhe, ja. Ton und Lautstärke. Und die Lautstärke, genau. Was gehört wohin? Lautstärke, Amplitude und Tonhöhe, die Frequenz. Also, ich meine, man kann sich auch relativ einfach merken, wenn es ist. Ich muss eine Schallwelle irgendwie produzieren, das heißt, es schwingt irgendwie am Membran oder was, Schwingbänder, Box, Lautsprecherbox, irgendwas schwingt und erzeugt eine Druckwelle. Die kommt jetzt bei mir beim Ohr an. Das Trommelfell schwingt mit. Wenn das Trommelfell so ein bisschen schwingt, dann ist es halt leise und wenn es so schwingt, ist es laut. Wenn es zu laut ist, kreist es noch. Also diese, wie stark schwingt es hin und her, die Amplitude hängt mit der Lautstärke zusammen. Und die Frequenz hängt mit der Tonhöhe zusammen. Und dann habe ich die beiden Charakteristika, die es Schallwellen gibt. Entweder ist der Ton laut oder leise, oder der Ton ist hoch oder tief. Ja? Charakteristischer Ton, gibt es Leute, die Musik hören, dann spielen das A. Ja, okay. Bildungswissenschaft. Das ist der Kammerton A. Kennen Sie ja Kammerton A? Das ist unter anderem der Ton, wo was weiß ich, zum Beispiel Orchesterstimmen. Wenn die alle im Orchester haben, die Instrumente alle stimmen, dann stimmen sie immer auf Kammerton A. Wir Philharmoniker machen das nicht, die stimmen auf 442 Hertz, das ist so das sechste Taktstimmen. Aber normalerweise ist das der Kammerton A, ein Klavier ziemlich in der Mitte. Jetzt gibt es so Fragen manchmal, zum Beispiel gibt es die Frage, wie viele Oktaven hört der Mensch? Wie viele Oktaven? Ja. Da muss man erstmal wissen, was eine Oktav ist. Ja. Wisst ihr, was eine Oktav ist? Derselbe Ton mit einer höheren, genau, dasselbe Ton, eine Oktave höher, also am Klavier wie auch das drüber. Was haben wir denn für Frequenz? Frequenz wird höher. Ja. Genau. Ich wollte die Seiteninstrumente geschickt haben. Was? Seiteninstrumente. Ach, immer umgeklampft oder so. Ja, ich. Ja. Wenn du eine Gitarre in der Hand hast und die erste ist die E-Seite, ne? Du suchst die erste Seite, die E-Seite. Und man will den gleichen Ton mit E, aber eine Oktave höher. Wo greift man dann auf der Seite? Man kann auch Seiten wechseln, das tun wir jetzt aber nicht, sondern eine Seite mit einer Oktave höher gehen. Ah. Auf der Gitarre? Ja. Bei jeder Seite. Man halbiert sie. Wenn man die Seite halbiert, dann schwingt die andere halbe Seite doppelt so schnell und das ist eine Oktave. Das heißt, wenn man von A aufs eingestrichene A geht, dann geht es das 880 Hertz. Verdopplung der Frequenz heißt eine Oktave höher. 220 wäre halt ein Super A oder so. Ja? Also immer Verdopplung der Frequenz heißt ein Oktavunterschied. Der gleiche Ton, aber ein Oktavunterschied. Jetzt müsste man nur wissen, was denn der Mensch so hört, welche Frequenz vielleicht der Mensch hört. Das sind ungefähr 20.000 bis 20.000 Hertz. Das hören wir. Das 20 ist natürlich ein sehr tiefer Ton, die 20.000 ist sehr hoher. Wenn ich jetzt frage, wie viele Oktaven hört der Mensch, dann muss man das wissen, dann muss man schauen, naja, wie oft kann ich verdoppeln. Also ich fange bei 20 an, die erste Oktave wäre 40, die zweite wäre 80, 160, 320, 640, 1200 irgendwas, 25, 5, 10, 20. Also insgesamt kann ich 10 Mal verdoppeln, um diesen Bereich abzudecken. Das heißt, das sind ungefähr 10 Oktaven. Ja.
Erfahrung gesehene Multiple Choice Frage, wie viele Daten hört der Mensch? 1, 2, 7, 5, 10. 10 Daten. Um das zu vergleichen mit dem Licht, wir sehen so ungefähr 400 bis 800 Nanometer. 400, das ist unten hohe Frequenz, hohe Energie, blau, also da kommt dann Ultraviolett, und das ist rot, da kommt dann Infrarot. Wie viele Oktaven sind das? Also Frequenzverdoppelung heißt in Oktav hoch, Frequenz hängt dann mit der Periodendauer zusammen, bei der Periodendauer, wie vorhin gesagt,